Viel Scheiße da im Hintergrund. Guck, das sagt man so nicht. Achso, das soll man nicht sagen, warum nicht? Nein. Ja gut, dann bist du unruhig. Wir müssen mal uns mal einen neuen Hintergrund ausdenken. Also mal gucken. Wenn du so leise redest, hörst es keiner. Du hörst dich so komisch an. Ich höre mich so komisch an. Bist du gesoffen? Ich bin im Stimmbruch. Jetzt schon? Hm? In dem Alter? Hm. Hallo Borkheide, hallo Welt, da sind wir wieder, der... Matze und? Matze. Und Lutze. Ja, ich lasse auch dem Lutze heute das reden, weil das ist, ich habe überhaupt keinen Geist dafür. Der macht mir Angst. Das strengt an. Behaltet mal das Zeug für dich. Vielleicht kann ich so besser singen gehen, so wie so tiefer Stimme. War wieder viel los. Eine Hälfte haben wir vergessen, aber nur ein bisschen, ne? Wen? Vor 2 Wochen war das gewesen. Vor 3 Wochen. Wer war da? Hans Grade. Der war hier? Hm? Der war hier, der hat schon mal hier gewohnt. Hans Grade ist nämlich im August, und zwar genau am 14. August 1909 ja, von Magdeburg nach Borg, damals Borg, jetzt Borkheide, gezogen. Borg, kann man viel besser aussprechen, Borg. Und hat 3 Tage später seinen Erstflug mit dem Eindecker Libelle, also den hat er noch in Magdeburg gebaut, und da hat er den Erstflug hier in Borkheide gemacht. Das war genau am 17.08.1909, also genau 111 Jahre her. Und hier das Flugzeug, was ihr hier seht, das ist der Eindecker Libelle, natürlich nur ein Modell davon. Ein Original gibt es gar nicht. Das Originalbild konnten wir uns nicht leisten, hier einzublenden. Ja, genau. Da wäre man pleite gewesen. Ja, weiß ich nicht, aber hätten wir auch machen können. Aber ich finde es so schöner. Ja, und aufgepasst hat natürlich jemand hier aus Borkheide, logischerweise jemand, der sehr verbunden ist mit dem Hans Grade, zumindest mit dem, was er geschaffen hat. Guck mal, hier fährt er durchs Bild. Das ist der liebe Rudi Lapön, der dieses eins der letzten 4 Autos, die Hans Grade hat ja nicht nur Flugzeuge gebaut, sondern auch Autos, der hat eins der letzten Autos und ist damit noch unterwegs. Und ja, vielen Dank, lieber Rudi, dass du uns nochmal informiert hast, dass es genau 111 Jahre her ist, dass der Hans Grade hier in Borkheide seinen Erstflug mit dem Eindecker Libelle gemacht hat. Coole Sache, muss man schließlich wissen, davon lebt auch der Ort. Der Ort, genau, da gibt es auch ein Waldbad. Gibt es genau in dem Ort. Ja, und das hat jetzt auch wetterbedingt und natürlich, weil es abends schon früher dunkel wird, veränderte Öffnungszeiten, nämlich von 11 bis 18 Uhr und das bis zum letzten Saisontag am 13.09. Das ist nicht mehr so lange hin. 3 Wochen noch, oder? 2 Wochen? 3 Wochen? Ja. 6. Nee, 2 Wochen. 2 Wochen sind es. Blende doch den Kalender ein, oder? 2 Wochen. Sind 2 Wochen. Sag doch einfach 13.09. Sind 2 Wochen. Alles gut. Mhm. Und genau, der Vorstand vom Naturbad Borkheide e.V. bedankt sich natürlich recht herzlich bei allen Badegästen und Besuchern, vereinsintern, vereinsextern, die die Saison doch für uns noch halbwegs gerettet haben, auch mit dieser verkürzten Saisonöffnung, die natürlich nicht auf unserem Mist basiert ist. Mhm. Aber wir haben versucht, das Beste draus zu machen und haben es, glaube ich, geschafft. So, reicht. Und ist ja noch nicht zu Ende, ist ja noch ein bisschen was los im Waldbad, und zwar am 10.09. Am 6.09. Am 6.9. Ja, am 6.9. Genau, am 6.9. ist noch das Beachvolleyballturnier von 10 bis 15 Uhr. Während dieser Zeit haben wir auch Tag der offenen Tür. Also wer noch nicht im Waldbad war und da gerne mal reinschnuppern möchte oder auch mal jemanden vom Vorstand fragen, wie das da alles so funktioniert mit dem Verein und dem Wasser und dem Ganzen drumherum, kommt am 6.9. einfach mal vorbei. Das ist Sonntag. Sonntag. Hoffentlich schönes Wetter. Aber da gucken wir nochmal nach. Jo, dann haben wir noch eine Info vom Salon Friedrich. Salon ist noch, hat mit dem Salon nichts zu tun. Gibt es keine Getränke. Doch bestimmt kriegst du auch ein Glas Wasser. Stimmt. Aber die machen auf Haare. Matze, hast du die Haare schön? Was machen die auf Haare? Shampoo. Ach so. Ja. Und der Salon Friedrich lässt mitteilen, dass nunmehr auch montags von 9 bis 18 Uhr geöffnet ist. Dort gibt es eine neue Mitarbeiterin, deswegen können sie ihre Servicezeiten verlängern. Und wer sagt, seine Haare mal schön machen lassen möchte, so wie ich jetzt hier. Ach nee, das geht ja wieder ab dann. Ja. Nee, so viel, bei mir wachsen nicht mehr so toll. Der kann da gerne hingehen, Termin machen, wie gesagt, auch von 9 bis 18 Uhr jetzt immer montags. Und zwar ab 1.9., ab morgen. Morgen ist der 1.9. Heute ist der 31. Ja.
Genau. Aber heute ist Montag, morgens Dienstag. Ja, aber ab 1.9. wird dann auch von montags von 9 bis 18 Uhr geöffnet sein. Und es grüßt natürlich die Inhaberin Nicole Friedrich. Ja, und wir bleiben im Gewerbebereich, vorne in im Gewerbegebiet bei der Firma SBS Brocom ist wieder Aftercube at Work für alle interessierten Unternehmer der Region. Treffen, Netzwerken, reden und auch vielleicht das ein oder andere Gläschen trinken. Diese Woche ohne mich. Lutze, da musst du alleine hingehen, weil ich gehe so nicht mehr aus dem Haus. Das ist Aftercube, Dienstag. Genau, Donnerstag ab 18 Uhr für Unternehmer. Und dann ist der 10.9. Die Woche drauf. Die Woche drauf. Von 15 bis 17 Uhr Open House Day für jedermann. Das heißt, jeder, der da Interesse hat, sich mal das Gebäude anzugucken, zu schauen, was die da so alles machen, wer da verantwortlich zeichnet und wer vielleicht einen geilen Job sucht. Oder ein Büro mieten möchte. Oder geht einfach da mal hin von 15 bis 17 Uhr am 10.9. Im Industriegelände. Ganz hinten links, wenn man reinkommt, gleich ganz hinten links, das neueste Gebäude, was der Industriekomplex da zu bieten hat. Hochmodern, müsst ihr euch wirklich mal anschauen. Genau, hat man ja auch letztens schon in dem Werbevideo drin für den Open House Day, wie es da so aussieht. Genau, Matze ist im Stimmbruch, hat er selber gesagt, das heißt, ja. Er gehört jetzt zu den Jugendlichen, deswegen habe ich den einfach mal zum Jugendclub geschickt, Matze. Ich wollte auch mal wieder in den Jugendclub gehen, weil wir durften ja schon lange nicht mehr hin, so richtig. Und habe mit dem Stefan mal so geschwatzt, was die während der Corona-Zeit gemacht haben. Und das seht ihr, und Feli übrigens auch, das seht ihr hier. Guck mal, Feli, Stefan. Ich habe mich verlaufen, ich bin im Jugendclub gelandet. Warum eigentlich? Für spontane Verjüngung. Spontane Verjüngung? So siehst du auch heute nicht aus. Das ist die Burgheider Luft. Nee, ich bin ja auch das Wochenende nicht in Burgheide verbracht, deswegen bin ich gealtert. Feli sieht frischer aus als du. Ich komme von der Ostsee. Siehst du, das war ganz klar erkennbar. Warum sind wir hier? Ihr habt hier Corona-Zeit benutzt, aber so richtig heftig, um mal so ein bisschen, wenigstens hier eine Ecke, mal anzupacken. Ja, also wir sind ja als Burgheider Newsiefer auch sehr oft schon Nutzer gewesen von dieser Lokalität, wurden auch arg ausgebremst, aber wir freuen uns ganz doll, dass ihr hier eine richtig schicke Küche eingebaut habt. Wie kam es eigentlich dazu? Wir haben für so einen Projektantrag gestellt, da wurde Werbung gemacht, so für Jugendliche, ihr könnt euer Projekt umsetzen, ganz einfach, füllt so ein kleines Formular aus, zack, kriegt ihr Geld, könnt ihr in eurem Jugend, was auch immer, Bereich damit tätig werden. Und da haben wir gesagt, die Küche, die könnte mal wieder was vertragen. Und sind auf den vollen Rahmen gegangen. Die maximale Fördersumme war 2000 Euro und die haben wir beantragt. Und dann gab es ein ganz abgefahrenes Voting-System. Man musste da an einem Tag hinfahren. Nach Bad Belzig. Und sollte seine Stimme für ein Projekt abgeben. Konnte jeder hinfahren, konnte jeder seine Stimme abgeben. Und wir hatten 3000 Mann zum Mitbringen. Wir haben die Autos voll gehauen mit den A-Jugendlichen. Und dann sind wir da hingegrüßt und haben tatsächlich die 2000 Euro bekommen für eine neue Küche. Genau. Vorher, man sieht es auch im Hintergrund im Video. Der Hammer wurde geschwungen. Also hier hätte ich jetzt nicht mehr stehen dürfen, dann wäre die Rübe runter. Ja, wir haben rausgerissen. Und was auch schön war, natürlich gab es ja auch die Pauseveranstaltung draußen. Ihr habt da richtig Speed-Tischtennis drauf, sehe ich hier gerade im Video. Natürlich Pause muss auch sein, ne? Man kann nicht den ganzen Tag hier rumknibbeln und die Küche schick machen. Ja, also parallel zur Küche haben wir uns noch zusammen mit den Jugendlichen überlegt, was sie sich wünschen. Und da war einfach der Wunsch nach einer richtig guten, funktionalen Tischtennisplatte, die wir uns dann auch zugelegt haben. Und zwischendurch war auch nochmal ein ganzer Tag so Aufbausituation. Aber das ist schon ein geiles Ding, so, das macht Spaß. Ja. Das heißt, Tischtennisturnier voraus. Wird kommen, ja. Der nächste Sommer kommt. Nein. Gut. Ja. Schön, also ein paar Einblicke habt ihr gesehen, vom Arbeiten, von ringsrum. Oh, ich habe schon mit Lutze gesabbelt, ich bin heute schon durch. Ja. Und Lutze gesabbelt. Wirklich? Ja, ja, glaube ich. Montag ist alkoholfreier Tag. Ach so, okay. Dienstag auch gut. Ja. Ja. Ja, gut, gewonnen. Danke für euer kurzes Statement, habt ihr fein gemacht hier und gerne. Bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns auf die Zeit, wenn auch wir wieder hier mal einen Glühweinabend machen können oder einen Geburtstag von unserer eigenen Mediengruppe mal wieder gemeinsam feiern können. Wer Lust hat, herkommen, einfach mal angucken. Ne? Die Schubladen, die gehen so super soft zu und so. Das ja, bis auf die hier unten in der Ecke.
da vorsichtig sein. Ansonsten super Küche. Ich finde es auch noch sauber. Noch sauber, und der ist noch neu. Der Ofen auch. Der Ofen auch. Okay. Hier ist unser neuer Herd. Guck mal, schön rein. Nee, doch nicht. Wir werden das alles begucken. Beguckt das. Bockheide. Tschüss von hier. Was wolltest du noch sagen? Lieber Matze. Es kam vor, dass uns einiges an Werkzeug gefehlt hat. Du wolltest einfach sagen, du hättest das Ding nie fertig gekriegt, wenn ich nicht gegenüber wohnen würde, wa? Damit hat er total recht. Leute, Matze hat alles. Er hat einfach alles. Und Jutezeug, das schneidet. Also Holz schneidet man ja. Man sägt übrigens kein Holz. Und dann alle möglichen Maschinen dieser Welt, die gibt's bei Matze. Aber die leitet er nur an vertrauenswürdige Personen aus. Nicht vergessen. Vielen Dank, Matze. Tschüss. Tolle Sache. Ja. Du, also Hammer da und weißt du, also schön gefährlich. So. Aber genau. Und gefährlich ist es in Bockheide auch, habe ich gehört. Hier gibt es Drachen. Drachen. Monster. Böse Tiere. Drachen und andere Tiere. Aber vorher kommt natürlich erst, wir haben das in einem Video zusammengefasst, der Sportabzeichentag und das Drachenfest in Kurzform mit Musik. Könnt ihr hier mal reingucken. Wer dabei war, wird sich wiedererkennen. Und Film ab. Los, wir machen auch da. Ich bin auch also hier Drachenexperte. Da war überhaupt kein Wind mehr auf. Den ganzen Tag gebrüllt. Ich kann das. Das war kein Thema. Wo war das jetzt? Da war es doch so ein Kind, so ein 8-3-jähriges Kind da mit Drachen rumgeflogen. In Taiwan. In Taiwan ist dann ein Kind, hat sich verfangen in so einer riesen Drachenschlaufe und ist 10 Meter hochgewirbelt worden. Müsste mal das Internet durchsuchen. Drachenfest, Kind, Taiwan. Wir haben das Video jetzt nicht dran gehängt, aber. Ist sehr interessant. So, kommen wir jetzt mal zum Sport. Sportabzeichen war ja auch Sport, letztendlich auch Drachenfest. Aber wir sind ja schon beim Sport, ne? Kiddies und Herren waren am Start. Die Kiddies, weiß ich gar nicht, die Herren, ich weiß, die Herren waren zum ersten Spiel in der Saison 2021 eingeladen nach Babelsberg gegen SG Eintracht 90 zu spielen. Und so wie mir mitgeteilt hat, ich war ja nicht da, ich hatte einen anderen Termin, war im Waldbad unterwegs gewesen, dort fotografisch, aber so wie mir mitgeteilt wurde, haben die Jungs, die Männer vom BSV 90 das Spiel dominiert, die haben sogar 3 Tore geschossen. Hat aber leider nicht gereicht, weil die anderen haben 5 Tore geschossen. Immerhin wieder ein paar Tore. Ja, und da hat der Himmel dann geweint und dann sind die Gäste alle gegangen und dann 5-1. Aber sagen wir mal so, wir haben tatsächlich wieder nicht gewonnen. Und jetzt holen wir den Zweckoptimismus raus. Die Saison hat gerade angefangen. Das war das erste Spiel gewesen in der Saison. Wir sind noch nicht auf einem roten Abstiegsplatz gelandet. Und es kann ja nur besser werden, oder? Und zwar genau nächste Woche am 6.9. 15 Uhr hier auf dem Sportplatz.
kommt zuhauf und unterstützt die Jungs lautstark. Genau, und gespielt wird dagegen die Sportgemeinschaft Beelitz-Weisedien-2, die dann hoffentlich mal bei uns verlieren. Also wir drücken euch jedenfalls die Daumen und ich muss mal schauen, ich weiß gar nicht, ob es jetzt wieder so viel los hier am 6. Jammer nicht rum. Ist so viel los. Ich kann mich ja, du bist krank. Bis dahin nicht, leg mir jetzt eins. Bis dahin ist er nicht mehr krank. Jo, und jetzt sind wir schon wieder fast durch. Jetzt kommt wieder unsere Wetterkugel-Matze. Sehr still heute. Ja. Ja, na, vielleicht tröppelt die Wolke da hinten sich noch aus. Sollte ja ein bisschen regnen, laut des Bildes hier. Anfang der Woche, durchwachsenes Wetter, Tiefdruckgebiet, zieht durch, wirbelt alles nochmal durcheinander. Temperaturen gehen bis Donnerstag ein bisschen runter, dann steigen sie wieder ein bisschen höher, dann haben wir wieder so um die 23 Grad, aber Richtung Freitag, auch wenn es hier noch nicht so angezeigt ist, könnte nochmal Freitag, Samstag ein paar Regentropfen könnten fallen. Na, wenigstens hat es überhaupt geregnet, muss man mal ja so sagen. Ja, und die Nachttemperaturen werden vermutlich auch so Richtung Mittwoch erstmals wieder in den einstelligen Bereich runterrutschen. Jo. Also ich muss, so wie ich mich anhöre, muss ich die Winterdecke wieder rausholen, ne? So, deswegen, weil wir dich nicht ganz kaputt spielen wollen, machen wir dann für heute Schluss. Und wir sagen gleich nochmal, wer uns unterstützen möchte, ob es jetzt mit Hustensaft für Matze ist oder Kaffeegeld oder Technikgeld und so weiter, kann das gerne tun. Wir haben hier unten den Link zu unserem PayPal-Konto eingeblendet. Könnt ihr, wenn ihr möchtet, uns unterstützen. Und tatsächlich, wir kaufen uns kein Mercedes davon. Wir gehen auch nicht essen. Das Geld fließt immer hier rein in unsere Technik. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns dabei helfen würdet. Wir sind auf der Suche nach einer neuen Kamera. Jo, und das war's schon wieder, wie immer, am Montag hier abends. Mit Lutze? Und Matze. Ich. Der im Stimmbruch sein. Im Stimmbruch. Tschüss. Tschüss.